Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz des HC Erlangen vor dem nächsten Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Frisch auf Göppingen. Auf dem Podium begrüße ich herzlich unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Trainer Michael Haas und unseren Rückraumspieler Benedikt Kellner. Die erste Frage geht heute an René. René, die Mannschaft vom HC Erlangen hat wirklich turbulente Tage hinter sich, ziemlich viele Reisestrapazen. Dazu noch die personellen Ausfälle. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick in dein Seelenleben geben heute Morgen. Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Also ich muss wirklich sagen, die Situation, die wir jetzt haben, habe ich wirklich in meiner Karriere noch nie erlebt. Also was diese gesamte Saison angeht und unsere Verletzten-Situation, das ist wirklich schon mit Worten kaum mehr zu beschreiben. Man findet wirklich schon kaum mehr Worte, wenn man sieht, wenn wir wirklich dort kämpferisch, moralisch alles reinwerfen und dann trotzdem immer wieder so zurückgeworfen werden mit weiteren Verletzungen. Und ja, das macht einen schon so ein bisschen sprachlos. Natürlich sind die ersten Gedanken bei den Jungs, die sich da verletzt haben. Aber natürlich ging auch der nächste Gedanke an den armen Kameraden rechts neben mir, der gefühlt auf die Auswechselbank guckt und sieht, er hat kaum noch Alternativen und bereitet sich mit Tom akribisch auf alle Spiele vor, was die Taktik angeht, was die Aufstellung angeht und. Und dann wird man personell immer wieder so zurückgeworfen. Das ist schon wirklich, wirklich hart. Und wenn man sich mal auch anguckt, also wie die Herleitung vielleicht des Ganzen ist, dann kann man auch nicht sagen, dass man es an einer Sache festmachen kann oder dass eine Sache wirklich die Hauptursache des Ganzen ist. Natürlich wussten wir alle am Anfang der Saison, das wird knüppelhart. Corona und die Auswirkungen, es sind eine hohe Belastung für alle Vereine, nicht nur für den HC Erlangen, aber ich sage jetzt mal im Speziellen für uns die Situation, dass wir natürlich auch bedingt durch die vielen Spiele, die jetzt auch durch die Quarantäne, die ja auch bei allen, die positiv waren, mit Symptomen belastet waren, die nicht trainieren konnten, die uns auch wirklich da nochmal vom Trainingszustand deutlich zurückgeworfen haben. Und wenn man dann auch noch sieht, dass zusätzlich auch noch einfach Pech hinzukommt bei unglücklichen Aktionen wie bei Steffen oder auch gestern wie bei Nico, da kann man nicht sagen, das ist auf eine bestimmte Ursache zurückzuführen, sondern das ist einfach eine außergewöhnliche Situation, in der wir uns jetzt befinden. Kann auch jeder genau einschätzen, wie die Situation für uns aussieht. Also ich glaube, jeder kann auch bewerten, mit was für einem Kader wir aktuell an den Start gehen, und wir können einfach auch nur sehr, sehr froh sein, dass wir eine hervorragende Nachwuchsarbeit haben, weil wenn wir nicht so tolle junge Talente wie auch zum Beispiel Bene bei uns in den Reihen haben, dann würde wahrscheinlich Martin Ziemer auf der Mitte spielen oder keine Ahnung, dann hätten wir überhaupt keine Alternativen. Deswegen ist das schon sehr, sehr hart, wenn dazu auch noch vielleicht einige unglückliche Schiedsrichterentscheidungen kommen in den letzten Spielen, die uns dann auch nochmal Punkte teilweise kosten, dann ist es einfach zu viel. Deswegen, da müssen wir jetzt nicht über übergeordnete Ziele oder sonst was sprechen, sondern wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir in jedem Spiel einfach alles reinwerfen, was wir haben, dass wir noch enger zusammenrücken, dass wir wirklich schauen, in jedem Spiel einfach das Beste zu geben, was uns noch zur Verfügung steht. Und ich finde, da war das gestrige Spiel sehr sinnbildhaft dafür, weil ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr stolz, was die Mannschaft da geleistet hat mit dem, was ihr noch zur Verfügung stand. Wir haben wirklich bis zum Ende gekämpft, nie aufgegeben und waren auch definitiv nicht chancenlos. Waren auch eigentlich nur Kleinigkeiten, aber am Ende, glaube ich, muss man wirklich einfach den Hut davor ziehen, was die Jungs da aktuell leisten mit den ganzen Reisestrapazen in den Knochen und. Und der aktuellen personellen Lage, das ist aller Ehren wert. Deswegen hoffe ich, dass wir da in den nächsten Wochen wirklich dann noch enger zusammen die Aufgaben angehen, die jetzt bevorstehen. Da kommen ja noch viele herausfordernde Themen auf uns zu. Aber deswegen wünsche ich uns da allen alles Gute, dass hoffentlich die Jungs, die jetzt noch da sind, gesund sind. Ob ein Großteil von den Leuten, die jetzt aktuell verletzt sind, zurückkommen, ich halte es eher unwahrscheinlich, vielleicht punktuell der ein oder andere, aber wir müssen jetzt erstmal mit dem Personal auskommen, was wir haben. Das sind tolle Jungs, die können alle hervorragend Handball spielen. Klar fehlen uns natürlich viele Alternativen, aber trotzdem, ich bleibe optimistisch, dass wir in den nächsten Wochen da auch noch den einen oder anderen Punkt holen. Und wie gesagt, wünsche der Mannschaft alles Gute. Danke. Danke, René. Ja, Hassan, René hat schon relativ viel jetzt auch zu der Situation gesagt. Gestern haben deine Jungs trotzdem super gekämpft.
und haben davon auch viel Anerkennung bekommen von ihren Fans und auch von drumherum. Stimmt sich das, vielleicht genau gerade dieser Kampfkreis, irgendwie zuversichtlich für das Spiel jetzt am Sonntag gegen Göppingen, und was erwartest du da für ein Spiel? Ja, guten Morgen zusammen. Also ich will jetzt auch gar nicht lange über dieses Verletzten-Thema sprechen, das hat der René ja gerade ausführlich gesagt. Ich kann auch nur mal sagen, also Hut ab vor meiner Mannschaft, was sie gestern da abgeleistet haben und was für ein Zusammenhalt, was für einen Kampf sie gezeigt haben. Das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung für alles, und da, glaube ich, kann ich jetzt ziemlich sicher sein, dass das der Standard ist, den wir auf die Platte bringen können. Die Situation ist schwierig, keine Frage, aber wir haben immer noch Leute, die Handball spielen können. Wir haben Leute, die zusammenhalten, wir haben Leute, die kämpfen können. Und da müssen wir jetzt einfach durch. Ja, wir haben gestern viele gute Ansätze gezeigt. Ich sage, haben wir selbst in der Besetzung gestern vielleicht ein bisschen mehr Glück, ein bisschen besseren Tag, sind wir auch gestern nicht chancenlos. Jetzt für das kommende Spiel, für die kommenden Spiele, ja, wir treten die Flucht nach vorne an. Wir geben Gas, wir haben junge Leute, die teilweise nicht so viel gespielt haben diese Saison. Das heißt, die werden jetzt dann nach vorne gehen, in die Bresche springen. Wir haben ein paar erfahrene Leute immer noch auf dem Platz. Wir können eine Abwehr stellen. Wir haben gute Torhüter. Ich glaube, wir packen das an. Wir packen das an, gehen nach vorne, marschieren und gehen das offensiv an und hören auf oder fangen gar nicht erst damit an, uns da in unser Schicksal zu ergeben, sondern greifen an. Dankeschön. Ja, Bene, ihr habt eine relativ kurze Nacht hinter euch, seid ja erst, sag ich mal, vor ein paar Stunden aus Leipzig wieder zurückgekommen. Am Sonntag geht es dann gleich weiter. Wie sieht denn gerade aktuell so der Trainingsalltag aus bei euch? Ja, von mir auch erstmal guten Morgen. Wie gesagt, ja, wir sind heute Nacht um 2 aus Leipzig gekommen, spielen am Sonntag wieder gegen Göppingen, hatten jetzt auch zwischen den Spielen gerade mal einen Tag. Und da, glaube ich, muss man ein Gleichgewicht finden zwischen sich auf den nächsten Gegner vorbereiten und auch aber das Spiel aus den Knochen zu kriegen. Und deswegen ist es im Moment einfach nicht mit einem normalen Trainingsalltag zu vergleichen, beziehungsweise kommt nicht mal annähernd daran hin. Wir schauen Video, wir bereiten uns vor, wir gehen alle Sachen durch, aber am Ende des Tages müssen wir einfach durch Kampf im Spiel sehr vieles wettmachen, was wir an Vorbereitung nicht haben. Und deswegen kommt es da jetzt sehr auf uns an.